Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von NBA 2K. Es geht weiter mit der Karriere. Wir müssen dreimal eine Mitspielernote A- oder höher erreichen. Das bedeutet, in den nächsten Folgen wird gezockt, gezockt und gezockt. Jetzt heute geht's gegen die Lakers. Wir müssen aber vorher schauen, ob auch alle fit sind. Gehen wir einmal kurz rein in die Stats, Kader. Und dann bei den Lakers sind, zumindest jetzt gerade hier, alle fit. Ob dann alle spielen, I don't know. Das hatten wir bei den Atlanta Hawks ja auch schon mal. Da waren auch alle fit und dann hat Trae Young plötzlich nicht gespielt. Ansonsten, Entwicklung. Schauen wir da mal ganz kurz gemeinsam rein. Ich habe 3177 VC. Blocken müsste ich mal ein bisschen nach oben skillen, aber es ist natürlich auch einfach alles unfassbar teuer. Schaue ich mal ganz kurz rein, weil ich habe da zwei Plakettenpunkte. Ich brauche dafür Blocken 87. Also da bin ich sehr weit von entfernt, dass ich da was machen kann. Beim Spielaufbau habe ich mittlerweile drei weitere Plakettenpunkte. Passgenauigkeit, okay, das könnte ich zumindest in Angriff nehmen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich als... Ja, Fastbreak-Einleiter, schneller erster Schritt. Kann... Weiß ich nicht. Macht das Sinn? Schreibt mir das mal, ob das irgendwie Sinn macht für uns. Als Big. Warum? Eigentlich nicht. Ich krieg den Ball nie am Perimeter und... Ich, wenn, dann cutte ich rein und bekomme dann den Ball. Wobei doch, in der letzten Folge habe ich ihn das ein oder andere Mal... Habe ich ihn bekommen. Aber was wir auf jeden Fall machen können, also den einen Punkt Passgenauigkeit, den können wir nach oben gehen. Das ist ja kein Thema. 2357. Junge, 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 Junge. Normalerweise würde ich es eigentlich nicht machen, aber dass wir zumindest jetzt mal hier mit diesen drei Badges, mit diesen Points, dass wir da was machen können. Zack. Da geht nicht mehr. Und ballern wir da. Ja, und da habe ich da nicht mehr genug. Okay. Ansonsten, von den Quests her sind wir jetzt hier gerade eben unterwegs. Unterschreibe bei einer großen Getränkemarke, sichere dir einen Schuhvertrag. Geh nachsehen, was bei Tina und Lance. Das ist komplett irrelevant. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein ins Spiel. Stand heute, wenn ich die Folge aufnehme, stehen die Lakers bei 0-3. Also ein katastrophaler Start in die Saison. Man steht defensiv gut. Kriegt es aber offensiv halt überhaupt nicht auf die Reihe. Besonders der Dreier fällt halt gar nicht, wirklich gar nicht. Irgendwas um die 21%. Ja, so ungefähr sieht das bei den Lakers aktuell aus. Morant, boah, schöner Jumper. Also, man kann auch niemanden so wirklich den schwarzen Peter zuschieben. Klar, natürlich, Westbrook spielt offensiv wirklich... Ich wollte sagen, es war ein Offensivfoul. Er spielt natürlich wirklich nicht gut. Auf der anderen Seite, die anderen spielen jetzt auch nicht gerade eben überragend. Aber auf ihm liegt natürlich auch der Fokus, weil er natürlich diesen großen Vertrag hat. Und sich natürlich vor der Saison dann auch noch hingestellt hat und meint auch noch, ich bin ein guter Shooter. Also, was auch, übrigens, zweites Foul für AD. Ich weiß auch immer nicht, was ihn dazu verleitet, dann solche Aussagen zu tätigen. Das ist doch einfach klar, dass dir das um die Ohren fliegt. Du weißt doch hoffentlich selber. Ich hoffe, er weiß es. Du bist kein guter Shooter. Du bist es nicht. Mann. Aber die anderen treffen halt leider auch nichts. Das ist ja gerade eben das Problem. AD bringt das Ball an die Seite vom Backboard. Nurkic dreht sich einfach nur noch weg und denkt sich, ja, geil, da brauche ich sowieso nichts machen. LeBron James gönnt sich den Logo-Dreier ohne überhaupt auch nur... Oh, da ist der Anker, ist am Start. Ohne auch nur überhaupt das Netz zu berühren. Also es ist echt ohne Scheiß. Die nehmen sich alle gerade eben gar nichts offensiv. AD muss jetzt natürlich auch sofort runter, was uns zugute kommt. Wäre jetzt geil gewesen, wenn er genau jetzt gegen uns, also über uns, den Jumper getroffen hätte. Ah, Morant verliert den.
Komm, Bro, die attackier. Und er nimmt ihn wieder. Ey, das, ich weiß nicht, ob das ist, 2K ist ganz schön realistisch, muss ich sagen. Oh, Alter, da habe ich gerade einen üblen Block kassiert. Morant, ja, und die nächsten Punkte, 8-0 Start. Ja, das war jetzt nicht so ein krasses Highlight, wir schauen trotzdem ganz kurz drauf. Over the glass, Floater. Wir haben schon 5 Rebounds. Und da ist der Block gegen LBJ. Ja, 0 Points. Gib mir mal das Bällchen, dass ich hier was machen kann. So ein bisschen Alarm unterm Korb. Backdown Punisher ist doch mittlerweile auch auf Gold. Offensiv Rebound. Und da ziehe ich das nächste Foul. Bam! Here we go! Ich habe jetzt auch nochmal meine Dankpakete angepasst, habe da auch die ganzen Signature-Dunks mit reingepackt. Muss ich übrigens auch nochmal sagen, verstehe ich einfach nicht, warum man das so kompliziert machen muss mit den Dunks. Pass raus. Westbrook. Schöner Pass. Ich habe Rebound Nummer 7, oder? Ja, aber LBJ auch mal noch so ein Poster-Dunk reinzudrücken, hätte ich schon auch Bock. Ja, ich schicke ihn in die Luft. 14-0. 14-0. Schaffen wir es, die Lakers in einem Viertel bei 0 Punkten zu halten? Oh, Westbrook beendet diesen Traum direkt. Oh, und Bryant mit dem Dreier. Okay, okay. 16-5 nur noch. Ja, gib mir, ist es sowieso ein Mismatch. Da attackiere ich jetzt den Korb. Und dann ist das Ding auch schon wieder geregelt. No chance. Und jetzt schaut euch mal dieses Team an. Wenn kein LeBron James und kein AD auf dem Feld ist, dann ist das einfach ohne Witz. Dann ist das einfach ein Tanking-Team. Ah. Schlechte Wurfauswahl. 22-11. Macht aber nichts. Wir stehen trotzdem bei A+. Weil wir hatten schon so viele gute Aktionen. Da kommen wir jetzt sowieso nicht mehr ran. Das wird die letzte Possession in diesem Viertel. Bryant jetzt nochmal mit dem... Oh, den macht er sogar. Okay. Das war ein schöner Abschluss. Morant nimmt ihn und macht ihn nicht. Alter, was ein Block. Das war ein Block. Und wir haben ihn. 34-23. Ja, das war keine gute Idee von mir. Beverly. Und wir mit der Defense und Davis. Legt ihn schnell rein. Okay, nur noch 9 Punkte Führung. 38-32, die Lakers sind dran. Also die Dominanz aus dem ersten Viertel hat sich mittlerweile gelegt. Brooks zieht das Foul. Aber zweites persönliches gegen LeBron. Brooks macht den ersten Freiwurf. Und macht auch den zweiten. Ja, die haben jetzt echt gerade ein paar gute Würfe getroffen. Okay. Brutaler Pass von LeBron.
Und AD mit dem... Aber da müssen wir natürlich gleich mal antworten. Schönes Ding. Na, die beiden. Es kann nur über die beiden laufen. Und am besten noch irgendwie Shooting drumherum. Es war fast erwartbar, dass er nicht fällt. Das hat man schon an der Animation gesehen. Am geilsten ist natürlich immer, wenn ich den Switch hinbekomme, dass ich nicht gegen AD stehe, weil AD ist wirklich der Einzige, der... Alter, was geht mit Jaren Jackson Jr. ab? Das war ein ganz, ganz wildes Ding. Wir kriegen nochmal eine größere Auszeit, kommen rein ins vierte Viertel. Und es ist super eng und LeBron James macht es sogar nochmal enger. 52-50. Und Morant wird gefoult. Das sind auch so eklige Fouls, weil das wären natürlich sichere Punkte gewesen, ne, eigentlich. Ey, ich spiele jetzt Pick and Roll mit Jaren Jackson Jr., ohne Witz. Oder auch nicht. Warum spielt er den noch? Ich habe 5 Sekunden vorher den Pass gefordert. Als wenn der Befehl dann immer noch am Start wäre. Ach, Block. Defense habe ich. Ich glaube, ich habe schon 20.000 Defense Points in diesem Spiel. Ey, die geht mir gerade echt ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. Der verteidigt plötzlich im ersten Viertel. Boom! Im ersten Viertel hat er nichts geschissen bekommen und seitdem geht der mir so krass auf den Zeiger. Ich glaube nicht, was in diesem Spiel gerade eben passiert. Ey, die bleibt auch weg. Das Ding ist, ich darf gerade nicht mal mehr die Hände hochnehmen, weil ich auch da jetzt zweimal einen Foul bekommen habe. Der ist Gott sei Dank so wild, dass ich da gar nichts dagegen machen muss. Jetzt auch nicht irgendwie ein Moving Screen oder sowas in die Richtung. Krieg ich leider nicht runter. Zu früh. Ich krieg ihn verteidigt. Pures Risiko, Leute. Das Mismatch, also Mismatch in Anführungsstrichen, aber dafür bin ich halt zu stark. Ja, LeBron macht den. Das werden enge 2 Minuten. Und Morant zieht das Foul gegen Westbrook. Und er macht den zweiten nicht rein. 4 Punkte Führung. Alter, jetzt wird das hier auch noch ein Krimi gegen die Lakers. Das kannst du dir nicht vorstellen. LeBron zu wild. Alter, ich drücke LeBron James keinen Zentimeter weg. Was geht denn da ab? Sag jetzt nicht. Ja, das war Gott sei Dank von Morant. Das ist sein erstes persönliches. Das war nicht von mir. 62-60. Alter! Ich pack's nicht. Und es sind halt noch 3-4 Possessions. Morant, was macht er? Morant macht ihn! Let's go.
Ja. Primetime Player, ja. Ja, LeBron wird jetzt attackieren und dann ist die Frage, mache ich den Drive zu? Das ist sehr gut verteidigt. Und das müsste eigentlich der Sieg sein. Alter, das wäre beinahe eine Backcourt-Violation geworden. Jetzt kommt der Pass raus. Und Brooks. Und Brooks gönnt sich den Dreier. Boom! Die Lakers. Muss ich mich am Ende echt noch freuen, dass ich gegen die Lakers gewinne, ey. Eieiei, Leute, ey, 28-18, 50% aus dem Feld. Viel zu spannend. Also, sie brauchen den schnellen Abschluss, den sie aber nicht nehmen. Und der trifft den rotzfrech. Das ist so geil. Das ist einfach eine Animation gewesen, wo ich überhaupt nichts machen konnte. Jetzt gibt er mir auch noch diese Kameraperspektive. Ich glaube, der will mich gerade eben verarschen. Ey, drückt er mir echt diese seitliche Perspektive rein? Ich mache sie aber trotzdem beide. Wir gewinnen dieses Spiel 70-63. Das war ein hartes Stück Arbeit, Leute. Am Anfang habe ich gedacht, das wird ein Spaziergang. Aber von wegen. Das erste Viertel so stark gewesen, dann 29, 19, 3, 2, 50%. Ja, ja wie gesagt, ey, 18.698 Defense Points. Das ist richtig, richtig nice für uns. Erstes Spiel wäre damit geschafft. Wir bekommen 25.000 MVP Points. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, für was das war. Wir blicken gemeinsam in den Boxscore. LeBron James mit 18, AD mit 18, also die beiden stärksten Spieler. Westbrook mit 2, 5, 4, 1 Turnover, 1 von 6, 0 von 1. AD kam insgesamt 10 Mal an die Freiwurflinie. Wir 11 von 22, 7 von 8, 29, 19. War trotzdem nicht das beste Spiel von uns, also muss ich ehrlich sagen. 5 Fouls, ich war am Ende auch dann kurz davor, noch ausgefoult zu werden. Aber wir haben gewonnen und auch die Mitspielernote A- oder höher erreicht. Das war's, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. War ja am Ende echt nochmal ein grimmig spannendes Duell. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.